seine Tore öffnet, ist Marco König in seinem neuen Revier unterwegs. Tierpflege und Bisons gewöhnen sich gerade aneinander. Hab da ganz schön zugeschlagen heute, hä? Krieg da gleich Nachschub. So. Sag, hier vorne haben wir den Sammy, der Bulle, der jetzt hier gleich ganz gierig an die Raufe rangeht. Die Affen in Marco Königs altem Revier waren weniger zugänglich als die Rinder. Man darf auf keinen Fall denken, dass Affen jetzt Tiere sind, die man streicheln kann, die man ständig anfassen kann. Die wenigsten Affen mögen das. Und das ist auch hier bei den Rindern schon recht anders. Bei den Bisons gibt es Nachwuchs. Marco König ist also nicht der einzige Neuzugang. Noch kennt er nicht alle seine neuen Zöglinge. Wenn man Revier übernimmt, dann ist es erstmal ein Lernprozess. Man muss sich erstmal einfummeln, sich die Namen einzuprägen, sich die Gesichter der Tiere einzuprägen. Weil das ist erstmal hier das A und O, dass man alle Tiere auseinanderhalten kann. Und die ganzen Eigenschaften der Tiere, die Vergangenheit der Tiere, da bin ich immer noch dabei. Da kann ich nicht behaupten, dass ich das alles schon weiß. Die neuen Kälber, die mit mir hier praktisch aufwachsen, die sind dann natürlich sofort abgespeichert. Das Allerjüngste ist erst 2 Tage alt. Es ruft nach seiner Mutter. Doch die steht separat im Stall nebenan. Denn das Kleine bekommt heute seinen Chip. Eine Art tierischer Personalausweis. So, Kinder, dann wollen wir mal. Die erste Bewährungsprobe. Für Marco König und den kleinen Bison. Ja, jetzt können wir uns einfach mal greifen. Und das macht der Tino und ich. Und danach kommt der Tierarzt mit rein. So, Tino und ich gehen erstmal alleine rein. Ist sicher? Okay. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Scheint auf jeden Fall hat er eine kräftige Stimme. So, machen wir erstmal hier den Chip. Das Schlimmste ist schon passiert, nämlich der kurze Pieks. Der Stress des Festgehaltenwerdens ist schlimmer als ein kurzer Pieks. Das müsste ich mal ganz kurz an das andere Ende. Und da sehen wir, dass es ein kleines Mädchen ist. Ein Kuka. Wunderbar. Gut, dann lassen wir es so schnell wieder los. Okay. Aller Mann raus, ja, dann lassen wir das los. Das war's schon raus. Gut. Fall erledigt. Jetzt kommt die Mutter sofort wieder dazu. Aufregung ist unschwer zu erkennen. Ja, willst du unbedingt raus? Ja. Dann mach auf. Ich mach Leo. Sie haben es geschafft. Das Bison-Mädchen, die Mutter und Marco König. Das ist doch ganz gut, wenn das Kleine jetzt viel läuft. Ja. Dann festigen sich die Beine noch ein bisschen. Da sieht es ja noch ein bisschen stark sich aus. Ich staune immer wieder, was die mit 2 Tagen für eine Power haben. Ja. Das ist unglaublich. Gut, dann sind wir fertig. Ja. Für die erste. Okay. Schönen Dank. Schönen Dank. Ja, ihr noch. Der Tierpark Berlin. Auch hier gibt es Neuigkeiten. Im sanierten Alfred-Brehm-Haus sind vor einer Woche Winterung-Babys geboren worden. Jetzt noch schnell das Futter machen für die Winterung-Mutti, damit sie uns mal an die Jungen gucken lässt. Banane ist dabei ganz wichtig, weil für eine Banane tut so eine Winterung fast alles. Nach 9 Würfen von Mutter Fiona sind neue Babys fast schon Routine. Aber nur fast. Es ist immer wieder neu und immer wieder schön. Und deswegen werden wir, freuen wir uns dann auch mal, wenn es noch mal mehr sind wie diesmal. Da sind es wieder 3, ein Junge und 2 Mädchen. Und es ist dann schon spaßig, wenn sie dann noch älter werden und dann noch versuchen, mit den Eltern zu spielen. Da ist eigentlich immer was los. So, dann gehen wir mal unser Glück versuchen. Glück wäre es, wenn sich Fiona über das Obst hermacht und ihre schlafenden Kinder in der Mutterbox alleine lässt. Dann kann Detlef Jani die Babys wiegen.
Das ist zumindest sein Plan. Das verteile ich jetzt erstmal so ein bisschen auf den Boden, dass wir auch eine Weile beschäftigt sind. Vincent! Ja, da siehst du, da bist du ja schon. Vincent ist der Vater. Und da kommt auch schon Mutter Fiona. Bis jetzt geht Detlef Janis Plan auf. Hey, hier liegt halt Futter, Alter. Ach Gott, jetzt muss ich euch wieder wach machen, dann werdet ihr wieder grimmig sein. Hey, Mäuse, wach werden. Aufwachen, hallo. Aufwachen. Hey, Mäuse. Bienen ist wieder dran. Kennt ihr jetzt weiter, mal schläfst du noch schneller hier, ne? Ihr kleinen Süßen. Ach, das tut mir immer leid, wenn ich euch immer wach machen muss. Nein, muss leider sein. Du, kleiner Mäuse. Die Ruhestörung muss sein. Mitunter bekommt ein Baby zu wenig Milch. Feststellen können das die Pfleger nur durch regelmäßiges Wiegen. Na, komm mal. Komm mal. Ganz gut. Oh, Entschuldigung, muss aber sein. Kleine Mäuse. Brummen kennt er schon wie die Großen. Noch abgelenkt. Sehr gut. Der Plan geht immer noch auf. Beim Wiegen bekommt Detlef Jani Unterstützung. Oh. Na? Bisschen heller als heute. Hast du die Michi-Mäuse? Die drei Stück musste die wieder aus dem Tiefschlaf holen. Diesmal haben sie auf Vorderhütte hier liegen. Was? Nicht in der Hütte, sondern vor der Hütte alle drei. Und wir tief und fest geschlafen. Tut mir aber so leid, die da macht zu machen. Brummen hilft nichts. Gleich geht's auf die Waage. Einige Meter weiter bei den Eisbären. Seit Jahren ist Troll der unbestrittene Chef im Gehege. Aber nun wird alles anders. Wolodja aus Russland ist da. Trolls Nachfolger. Die beiden Eisbärenmännchen dürfen nur abwechselnd auf die Anlage. Der will gleich raus. Hi Tonja. Hi Tonja, du. Na hier, hier sieht's ja toll aus. Fein. Erst mal gucken, ob einer da ist. Nein, noch nicht. Gut. Oh, ist fein. Die Tagschicht im Freien teilen sich drei Eisbären, zwei Weibchen und eben der Neuzugang Wolodja. Der ist aus Moskau gekommen. Mhm. Der ist jetzt dreieinhalb. Zweieinhalb. Ach ja. Einmal Morgengymnastik. Bisschen den Hals schrubben. Ja. Fehlt bloß mal Zähne putzen. Bisschen markieren. Ich bin der Mann. Das lobt ihm aber noch keiner so richtig. Na, siehst du, jetzt geht er hoch ins Wasser. Schön. Weg ist er. Eika macht den Bademeister. Die passt auf, dass mit allen mit rechten Dingen zugeht hier. Na, er wird gleich aufs Boot steigen, denke ich mal. Na, siehst du, da ist er da drin. Schön. Tonja und Wolodja mögen sich. Aber als Liebhaber sieht sich Wolodja noch nicht. Vielleicht in ein oder zwei Jahren. Einlaufschwierigkeiten haben sie alle gehabt, aber jetzt geht alles super. Vor allen Dingen die drei haben sie so schön zusammengerauft, auch mit der älteren Eika, ganz wunderbar. Ja. Mit der Tonja auch, die spielen zusammen und machen viel gemeinsam eben. Aber im Moment ist ja noch so, da zeigt sie mehr Interesse an ihm als er an ihr. Die ist ja so gut wie erwachsen. Aber trotzdem irgendwie unzertrennlich. Ne? Ja, die passen schon zusammen. Und Eika behält die ganze Sache immer im Blick.
30 Jahren ist Eika die Oma der Eisbärenanlage. Mit Volodya herumtollen, das überlässt sie der jungen Tanja. Ja, das wird mal ein richtiger Werber. Na bestimmt, aber ob er Troll erreicht, das weiß ich nicht. Oh ja. Ein paar Jahre hat er ja. Ne? Wenn alles klappt, werden Tanja und Volodya in ein paar Jahren Eltern. Ein neues Eisbärenbaby, das wäre eine Sensation. Nicht erst seit Knut weiß man in Berlin, wie schwierig die Eisbärenzucht ist. Zurück zu den Winterung-Babys. Vor dem Wiegen gibt's praktischen Unterricht für Azubi Michelle. Ach, Mann, ey, muss ich die Pille abnehmen? Ja, ja, so ist es im Alter. Anjiva. Anjiva. Ah, ich hab sie gesehen. Ich würde sagen, das ist der Junge. Genau. Michelle, guck mal. Also bei denen ist es ja ganz schwer zu sehen. So. Weil die Männchen, da nehme ich hier auch so einen Schlitz. Oh. Ja, ist ja gut. So ein Schlitz. Das macht ja auch. Aber unterhalb des Schlitzes ist dann der Penis. Hm? Ja, ist ja gut. Entschuldige. So im Kopf nach unten. So. So, mein Junge. 490, 40. Warte, soll ich schreiben? Auf 85. Immer noch abgelenkt, Mama und Papa. Sehr gut. Denn drei Babys wiegen, das dauert. Megakorb. Ganz die Mama. Hat die weißen Tupfen an der Ohren, ne? Ja. Bin gespannt, wie viel davon schwarz bleiben oder wie viel da wieder blond werden sollen. Ja. Oh. So, gut. Ja, 485. Ja. Aber schön zu gehen. Ah, hast es ja schon überstanden. So, das große Mädchen. Die zarten Damen. Das ist hier so ein bisschen anders mit dem Schlitz. Was macht denn der Onkel, wa? Das ist ein bisschen anders. Bisschen anders. Da ist der Schlitz. Aber ist doch noch die erste Zeit, wo sie die ersten nur von nur Jungs hatten und wieder mittlerweile dann, na, wie sehen dann die Mädchen aus? Und das erste Mädchen, was dann geboren wurde, die was mal schnell fotografiert haben, damit wir das auch unterscheiden können? Ja. Das ist ja, wenn man halt Tiere auf einmal hat, die man vorher noch nie hatte, dann muss man sich ja auch erstmal reinfummeln. Bei denen eben ist es ja eben wirklich schwer zu sehen, wa? Weil die Jungs eben einfach auch ähnlich aussehen, wa? Doch, komm. Ja. Die stimmen, ey. Ist bei 500. Was? Die ist ja so clean. 500. Die sieht so zart aus, ja. Wa? Der andere, der Junge sieht irgendwie größer aus. Ja, du warst schon. Du maule nicht. Du latscht doch hier nicht über dein Schwesterchen rüber. So, jetzt müsstest du. Bist du in dir so genauso, das ist das andere Mädchen. Mhm. Ja, zeig ihm das. Das ist hier Prilli. Die hat hier wie so eine Brille. Das auch, ja. Ja, die anderen, die sind so ganz hell im Gesicht, so geschlossen hell. Und die hat nur um die Augen und hier diesen Streifen. Ein sogenannter Brillenbinderung. Genau. Eine neue Unterart. Kein Brillenwert, sondern Brillenbinderung. Genau. Zeig mal. So. Ja. Schnell wiegen, dann hast du es hinter dir. Und dann geht er wieder zurück. Ja. 60. Naja. Nur doch zugenommen. Hauptsache, du hast zugenommen, das ist wichtig. Ja. Alles in Ordnung. Schön. Alle drei stehen gut im Futter. So, jetzt können wir sie zurück. Zurück zu Mama. Oh, und tschüss. Rotkäppchen geht wieder. Ja. Vergiss dein Bein nicht. 1000 Besucher zählt der Zoo Berlin durchschnittlich. Jeden Tag. Heute können Sie im Rinderrevier Zeuge einer Premiere werden, wenn alles gut geht. Das kleine Gaurenkalb soll seinen ersten Ausflug machen. Immer ein Auge auf Mutter und Kind hat Marco König.
Jetzt kommt die Mutter mit dem Kalb, die jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder raus kann. In freier Natur würden sich die Kühe mit dem Kalb erstmal von der Gruppe absetzen. Dann kümmert sie sich erstmal eine Weile intensiv um das Jungtier. Das ist jetzt von Art zu Art unterschiedlich, wie lange. Bei denen reden wir ungefähr von 2 bis 3 Wochen. Und dann sucht es langsam den Kontakt wieder zur Gruppe. Und das müssen wir in unserer Pflege hier berücksichtigen. Das heißt, wir müssen die Mutter auch erstmal abtrennen von der Gruppe, damit sie Zeit für sich und das Kleine hat. Und dann erst lässt man sie wieder zur Gruppe dazu. Jetzt sehen wir, dass das Kalb überhaupt nicht mitgelaufen ist, also es zögert noch. Und die Mutter ist jetzt natürlich auch so heiß, wieder ein bisschen frische Luft zu tanken und auch Gras zu sich zu nehmen, dass er da erstmal wenig Interesse hat. Aber die Erfahrung haben wir bei den anderen Müttern auch gemacht. Man muss bedenken, das ist das erste Mal, dass es Frischluft oder die Anlage überhaupt sieht und kennenlernt. Das ist eine völlig neue Situation. So, und gleich der Schieber zugehen. Da wird natürlich erstmal geschnuppert und geguckt, wer ist denn das, wer bist denn du? Angst hat das Kleine nicht. Muss es auch nicht. Das sind jetzt die beiden Größeren, Gabi und Gabriel, die da erstmal gucken gehen. Wer da auf einmal neu aufgetaucht ist. Alles verläuft friedlich. Um keine Überraschungen zu erleben, muss Marco König die Tiere gut kennen. Um bestimmte Eigenschaften, um bestimmte Charaktere der Tiere, die hat man ganz schnell selber rausgefunden. Also da hat die Zeit jetzt völlig ausgereicht. Also ich weiß ganz genau, welches Tier wie reagiert in bestimmten Situationen. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Also man kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn sich das Tier an dem Tag so verhalten hat, dass es sich am nächsten Tag wieder genauso verhält. Tiere sind unberechenbar, aber die Grundcharaktere der Tiere, die hat man auch ganz schnell rausgefunden. Eine Charaktereigenschaft der Gauren: die weltgrößte Rinderart gilt als äußerst friedlich. Die Zusammenführung von Mutter, Kind und Gruppe läuft deshalb völlig problemlos. Nicht ganz so gut klappt die Eingewöhnung der neuen Katzenbären im Tierpark. Quincy, der 9-jährige Witwer, und die junge Neue ignorieren sich. Und es ist sogar schon ein Fortschritt. Denn die ersten Tage gab es handfesten Streit. Simone Kulay füttert die Katzenbären per Hand. Daran muss sich die neue Tabea erst noch gewöhnen. Fancy. Sie ist noch sehr scheu. Fancy, wo bist du denn heute? Hm? Hast dich versteckt? Komm mal, komm, mein Süßer, komm. Komm mal hierher, komm. Komm hierher, komm. Braver Junge. Banane ist lecker, ne? Die Tabea, die ist neu. Die ist aus Dresden gekommen vor ein paar Wochen. Und die traut sich nicht. Die kennt das nicht so dicht mit dem Pfleger. Die hält sich weit weg. Sie hält sich auch von ihm weit weg. Die haben sich anfangs auch geprügelt. Die halten noch Abstand. Und da traut sie sich natürlich nicht heran, weil sie Angst hat, dass sie denn von ihm Haue kriegt. Sie fürchtet uns, sie fürchtet ihn. Das braucht noch eine Weile. Aber sie guckt immer neugierig mit dem langen Hals. Ne? Sie soll sich erst mal eingewöhnen, sich an uns gewöhnen. Sie sollen sich beide gewöhnen. Und dann werden wir mal sehen, was nächstes Jahr ist. Ne? Ja. Wenn eine Deckzeit ist, hoffen wir, dass sie denn doch besser miteinander harmonieren. Ist leer? Ist leer. Mit der Isabel, mit den vorhergehenden Mädel, haben sie sich ja auch nicht immer vertragen. Die haben sich zwischendurch auch manchmal gehauen. Wenn er zu lästig wurde, hat sie ihn auch immer Backpfeifen verpasst. Es sind ja doch mehr Einzelgänger. Die liegen nicht zusammen und kuscheln. Trotzdem, die Zeit des Alleinseins ist für Quincy vorbei. Ob ihm das nun passt oder nicht. Er war ja nur 2 Jahre fast alleine. Sein alleiniger Herr. Jetzt muss er sich die Anlage wieder mit jemandem teilen. Und die Besucher immer sagen, er müsste sich doch freuen, wieder Gesellschaft. Sieht im Moment nicht danach aus. Wenn in der Paarungszeit die Hormone verrückt spielen, dann finden die beiden bestimmt zueinander. Um die Ecke, im Elefantenhaus,
muss sich kein Tier neu eingewöhnen, sondern die Pfleger. Vor anderthalb Jahren schon wurde das Team um Reviertierpfleger Mario Hammerschmidt neu besetzt. Na komm, doch Elefanten sind Gewohnheitstiere. Da ist er feiner. Bis sie neue Pfleger akzeptieren, das dauert. Einer der immer noch neuen ist Robert Pellissier, der mit dem Elefanten schon gut zurechtkommt. Logisch, weiß man jetzt nach anderthalb Jahren noch nicht alles, geht auch nicht, aber die sind einfach super weit für die kurze Zeit. Die können ja alles alleine machen. Gibt eben auch Tage, wo Arne und ich nicht da sind, da können wir uns total drauf verlassen. Also da gibt's überhaupt keinen Kummer. Die haben jetzt, sind nicht unsicher, haben kein ungutes Gefühl. Wir machen ja, wie gesagt, den ganz normalen Betrieb, können die hier schon ganz alleine fahren und das ist auch super so. Und da down? Down? Nee. Ja, komm, richtig down. So, ist ja fein. Allerbeste, ganz toll. Robert Pellissier trainiert mit der fast zweijährigen Panther. Absteh auf, Panther. Ganze Feine. Allerbeste. Hier, Lift. So ist er brav. Die Kommandos kennt Panther schon. Ab und hier, Lift. Richtig, Lift. So ist er fein. Sie müssen ständig geübt werden. Nicht immer klappt alles beim ersten Mal. Es gibt Situationen, da merkt man das natürlich, aber da gibt es eh individuelle Unterschiede. Da hat jeder so einen Elefanten, mit dem er, wenn der aufgeregt ist, besser kann und mit dem er nicht so gut kann. Also da kann man, nur weil jetzt einer vielleicht 15 oder 20 Jahre hier arbeitet, heißt das ja nicht automatisch, dass er in jeder Situation an jeden Elefanten ran kann. Also bei uns zumindest nicht. Dafür sind die bei uns einfach noch zu wild auch. Es sind zwar Zootiere und Zooelefanten und die müssen auch auf ein paar Sachen achten, aber die sollen ja ein Elefant sein und auch bleiben. Und deswegen gibt es auch Momente, wo wir alle sagen, wenn wir nicht ran müssen, gehen wir nicht ran. Komm her, Mäuschen. Ja, komm. Wie man Elefanten trainiert, das muss man eben trainieren. Pass an. Pass an. Na, wir kommen richtig. Und komm mit. Auf Mäuschen. Versuchen wir nochmal. Hier, pass an. Jetzt lauf einfach los. Und komm. Lauf los. Na, komm. Das kann der Kater. Hier. Und komm mit. Na komm, so ist ja fein. Allerbeste Maus von der Welt. Na komm, so ist ja brav. Allerfeinste. Komm her. Na ja, ein bisschen zu früh aufgehört. Aber die soll da nichts fressen. Ja, das ist ja eigentlich. Hier, pass an. Und komm mit. So ist ja fein. Komm her. Gib ab. Gib ab. Ne, das ist los. Randa, heißt du dann. Randa. Hier Lift, ab und hier Lift. So ist ja fein. Ab. Ganz toll. Ja, wenn man das jetzt noch ein bisschen trainiert, kann es natürlich besser. Ist jetzt noch die Anfangsphase. Die Elefanten sollen rüsselzahm werden. Alle unsere großen Elefanten, die aus der Natur kommen, die sind eben nicht rüsselzahm. Und es ist einfach unwahrscheinlich. Man hat ein sehr gutes Gefühl für den Elefanten, wenn man in der Hand hält, so mit dem Rüssel. Und man weiß, man merkt an dem Rüssel, der ist unentspannt, der ist entspannt. Und da kriegt man eigentlich immer ein total gutes Feedback und dann bietet es sich einfach an. Wenn man dann selber einen Eimer trägt, dann kann sie den auch tragen und sie kriegt ja unentwegt eine Belohnung sozusagen. Das ist das Wichtigste. Deswegen, Robert, musst du auch immer gleich beloben und nicht dann noch irgendwas anderes abfragen, sondern wenn sie es getragen hat und dir gibt, genau in dem Moment rein da. Wenn ich jetzt klug scheißen darf. Klar, immer. Das kann man dem Chef ja schlecht verbieten. Ja, aber. Mutti kriegt auch noch was ab. Ganz brave Mutti. Die Elefanten dürfen sich freuen. Die Kollegen im Raum nebenan basteln gerade an einer ganz besonderen Überraschung für sie. Die gibt es gleich. Zootiere mit nach Hause zu nehmen, das ist streng verboten. Eigentlich. Das neue Baby in Marjana Glogowskas Tasche ist eine Ausnahme. Die Mutter hat es nicht angenommen. Marjana Glogowskas Schicht beginnt zwar gerade erst, aber sie betreut das Baby aus dem Nachttierhaus zurzeit rund um die Uhr. Mein hübsches Baby. Was hat er? Hallo? Hast du geschlafen? Gürteltiermutter Franzi. Eigentlich müsste sie sich noch viele Wochen um ihren Sohn Oleg kümmern. Ja, wird alles gut.
Mama wollte ihn nicht aufnehmen, keine Milch gekriegt und so. Ich habe ja 2 Tage gewartet und ihr Chance gegeben, dass sie uns zeigt, ob es funktioniert oder nicht. Dann habe ich ihn rausgeholt von Mutter, dann war er ein bisschen untergewichtig. Dann vermute ich, hat er wirklich keine Milch die 2 Tage gekriegt. 180 Gramm hat er gewogen. Normalerweise ist das 230, 240 Jungtiere. Nach diesen 2 Tagen habe ich mich entschieden, dass ich das mache wieder. Zum 3. Mal übernimmt die Pflegerin die Mutterrolle für ein Gürteltier. Und auch dieses Mal eine völlig neue Herausforderung. So, komm mal her. Wir haben immer so 1,5 Tage habe ich Probleme. Das muss man wirklich lernen, wa? So ein Nuckeln an Nuckeln. Alle 4 bis 5 Stunden bekommt er die Flasche. Wie genau? Das bestimmt Oleg. So, ja, das Tier ist ja anders. Deswegen, ihr hat mir gezeigt, das müsste er so trinken, ja. Nicht gerade, nicht irgendwie, sondern so ein bisschen schräg. Und dann, da habe ich ja keine Probleme, dann nimmt er alles auf. Hast du ja einen Hunger gehabt? Feier. Puh, da sind wir fertig. Oh, war ja. Ja. Wie die Flasche zu halten ist, das darf Oleg entscheiden. Wie viel Milch es gibt, das bestimmt die Tierpflegerin. Nein, 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 das reicht. Mir nicht. Da sind die, gute Tiere sind ja eine Tiere, welche haben ja kein Maß. Ne? Die können ja wirklich trinken, bis sie platzen. Wenn sind sie etwas erwachsener, das ist ja auch das Gleiche. Das ist ja die fressen, 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 fressen. Und wenn man ja den Bäuchlein ansehen tut, ja, das ist ja schon gut gefühlt, ja. Deswegen so 15 Milliliter, wenn er trinkt, das ist schon gar nicht schlecht. Nun wird Oleg 1 Stunde geknuddelt. Das ist genauso wichtig wie die Milch, damit der Kleine groß und stark wird. Die Elefanten im Tierpark bekommen ein neues Spielzeug. Wie in freier Natur sollen sich die Tiere anstrengen, um an ihr Futter zu gelangen. Bis jetzt ist es aber nur für die Pfleger anstrengend. Nehmen wir den. Mal sehen. Also das machen viele Zoos schon, auch bei vielen Tieren. Das ist einfach was ganz Einfaches. Die Tiere haben Spaß. Ja, und ist mit Futter verbunden, dadurch wird es auch nicht langweilig. Wenn man jetzt nur so eine Tonne hinhängen würde, dann würde das wahrscheinlich irgendwann langweilig werden. Aber so fällt halt immer noch was raus und so hoffen wir mal, dass sie immer wieder hingehen und sich damit beschäftigen und spielen. Ja. Los geht's. Wie werden die asiatischen Elefanten auf das Spielzeug reagieren? Fäuste, Liedchen. Asiatische Elefanten sind etwas kleiner als ihre afrikanischen Verwandten. Gut zu erkennen sind sie an den kleinen Ohren. Die sind bei afrikanischen Elefanten deutlich größer. Alle weg hier. Wie hoch wollen wir es denn machen? Noch ein bisschen höher, wa? Soll ich jetzt einfach ein paar Mal umwickeln, oder? Die intelligenten Tiere haben längst mitbekommen, was sich in der Tonne befindet. Leckere Futterpellets. Oh. Sollte halten. Das Spiel ist vorbereitet. Weg. Nun sind die Elefanten am Zug. Die Frage ist, kommen sie darauf, die Tonne zu schütteln?
vielleicht zu hoch. Die Pfleger wissen es nicht genau. Ja, hätten vielleicht ein bisschen mehr sein können oder größer. Aber desto mehr müssen sie damit spielen, damit halt Futter rausfällt. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Arne Weinhold schaut noch mal nach. Er ist sich nicht sicher. Das sind natürlich auch alles Erfahrungswerte. Kann nur sein, die Löcher sind noch ein bisschen zu klein. Na, Luise, guckst du immer vorbei? Kommt die Chefin. Nicht die Löcher. Die Spieler waren bis jetzt zu klein. Na, geht doch. Hier zeigt erstmal allen, wie es gemacht wird. Jetzt, es rieselt. Die Kleinen holen sich dann die Pelle. Ja. Das ist auch lustig. Und man sieht ja, dass die Panda da trotzdem steht. Die ist ja nicht doof. Die weiß, wenn die Großen da rumspielen, dann fällt trotzdem was für mich ab. Also ist jetzt nicht so, dass es dass für Panda da nichts bei rumspringt oder für Bogor. Na? Alles klar? Hast du ein paar Pellets abgekriegt? Wenn du mal groß bist, kannst du auch dran rumwackeln. Und dann landen die Pellets auch an der richtigen Stelle. Dient auch als Beschäftigung hier. Ist überall Pellets. Können die anderen runterfressen. Dann würde ich sagen, hat gut geklappt, oder, Anne? Pflicht erfüllt. Ja. Vielleicht machen sie noch ein bisschen, wenn wir weg sind. Dann sind wir keine Störenfriede mehr hier auf der Anlage. Ja. Na komm, Kevin, hauen wir ab. Hauen wir ab, Anna. Zurück in den Zoo zu den Gauren. Die sollen in den Stall. An sich kein Problem. Tiere und Pfleger kennen die Prozedur. Gut, dann werden wir starten, wa? Dann wir starten, ja. Aber nicht alle Tiere kennen sie gleich gut. Mit den Kälbern. Hoffentlich klappt das heute. Ja. Manchmal sind die Kälber draußen etwas zu verspielt und laufen nicht gleich mit der Mama mit, sondern finden es dann gerade bei schönem Wetter einfach besser, noch draußen zu bleiben, mit den Halbstarken zu spielen und die zögern dann einfach reinzukommen. Und da sind wir halt so ein bisschen auf den Willen der Mutter angewiesen, dass die Mutter dann wirklich rausgeht nochmal und ihr Kleines holt. Den Anfang macht erstmal ein unkomplizierter Gauer. So, dann gebe ich dem Bullen jetzt erstmal ein Zeichen, dass er kommen kann. Das war der Bulle, jetzt sagt er, er ist da. Unverkennbar. Muskeln pur. Kannst aufmachen, Christian. So, jetzt ist der Bulle durchgelaufen in seinen Stall. Danach kommt denn der Nächste. Jetzt kommt die Godiva. Das ist unsere schönste. Da warte ich gar nicht lange ab, weil sie kommt in der Regel sowieso immer gleich. Komm, Miele, lass mich nicht hängen. So, das ist jetzt die Godiva. Ich kann man sagen, das ranghöchste Tier. Der Bulle steht außerhalb der Rangordnung. Die Rangordnung wird eigentlich nur unter den Weibchen ausgemacht. Okay, dann werden wir jetzt den Ort wechseln. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Jetzt holen wir die erste Mama rein. Und dann schauen wir mal, ob das Kalb mitläuft. Okay. Und die Stunde der Wahrheit des ersten Kalbes, ob es mitläuft. Da wen da? Komm! Haben immer noch Besuch von der Reinigungskraft Claudia Walter. Ja. Freunde, ganz friedliche Kandidaten sind das hier. Die meckern manchmal ein bisschen rum, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Komm, streng dich an, du schaffst es. Mich hat auch zum Glück hier noch niemand gebissen von denen. Manchmal, wenn die einen beweisen,
was sie hoffentlich nicht tun. Da muss man eben auch warten, bis sie wieder loslassen. Also man darf nicht einfach mal so schütteln und rütteln, sondern man muss vorsichtig das Tier mit Finger absetzen und hoffen, dass es loslässt. Und das kann natürlich relativ schmerzlich sein, weil die haben ja riesige Zähne, die sie hauptsächlich zum Graben benutzen. Natürlich auch zum Fressen, aber hauptsächlich zum Graben. Hallo. Die unterirdischen Gangsysteme in freier Wildbahn sind viel größer als im Tierpark. Bis zu 300 Tiere bilden eine Kolonie. In ihren Bauten haben sie unterschiedliche Kammern. Die suchen sich das alleine aus. Wir konnten ihm also nicht sagen, hier ist jetzt euer Schlafzimmer oder Nest in dem Falle und hier ist eure Futterkammer. Das haben die sich alle alleine ausgesucht. Meistens ist irgendeine Endkammer die Toilette. Da haben wir eigentlich gedacht, sie nehmen diese hier, weil das eine Endkammer wäre. Haben sie auch erst gemacht, waren dann aber der Meinung, nee, wir nehmen lieber die hier hinten. Und hier kann man auch wunderschön sehen, dass hier wirklich, dass wirklich nur hier reingepuschelt wird und auch gekotet. Klo wieder sauber. Nach der Toilette macht sich Claudia Walter an das Esszimmer. Das war jetzt meckern hier. Das ist meckern. Das ist jetzt, gefällt ihm jetzt gar nicht, dass ich jetzt hier rumwühle und sein Futter wegräume. Dabei müsste er eigentlich wissen, dass er was Neues kriegt. Ja, mecker, mecker, mecker. Die sind ja nicht die schönsten, muss man ja mal so sagen. Aber dadurch, dass die so pflegeintensiv, kann man eigentlich nicht sagen. Das ist mehr sowas für Kontrollfreaks. Das Saubermachen geht relativ schnell. Wir füttern die einmal am Tag, aber man muss hier pausenlos die Temperatur kontrollieren und die Luftfeuchtigkeit und dementsprechend handeln. Also sind wir anfangs alle 2 Stunden hergelaufen und mussten erst mal ausprobieren, wie funktioniert es. Wie ist es bei Minusgraden, wie bei Plusgraden. Viele Besucher geht die Tür hier andauernd auf und zu. Dann gewinnt man die schon lieb. Und als sie dann noch ihre Kinder bekommen hat, wir waren ja dabei, die fingen morgens um 9:30 an und war um 13:30 fertig. Oh, nicht da hochspringen. Da hat man mit ihr gelitten und da braucht mir keiner erzählen, dass sie keine Schmerzen hatte. Also das glaube ich nicht. Die hat wirklich gelitten. Guckst du, was ich hier mache? Jetzt bekommen sie ihre Kuscheltücher. Und dann kann man, wenn man sie möchte, dass sie wirklich richtig in Aktion geht, dann kann man die ein paar hier noch reinmachen, leicht anknuddeln und stopft einfach überall was in die Röhren rein. Und dann sind die nämlich sofort bemüht, diese Tücher ins Nest zu bringen. Oder wenn sie sich in das neues Nest suchen möchten, weil jetzt hier vielleicht so laut war oder jetzt hat die Pflegerin hier schon wieder rumgefummelt. Dann geht's sofort los und alle fangen an und ziehen um. Und wenn 22 Tiere gleichzeitig umziehen, dann kommt keine Langeweile auf. Bei den Gauren steigt die Spannung. Siehst du zufällig 2 kleine Füße oder 4 kleine Füße? Mal kurz warten. Besonders die kleinen Füße kommen nicht gern in den Stall. Zeig's mir dein Baby mal. Ja, Flucht ist richtig. Ich hab die weißen Flecken gesehen. Ja, draußen stand das helle. Ja. Habe ich beim Einsperren bei Gysi gesehen. Die Kälber zusammen mit den Müttern in den Stall lotsen. Eine Herausforderung für Marco König und Christian Biel. So, weiter im Programm. Mal sehen, wie der Zweite sich anstellt. Ja. Die Mutter wartet schon. Aber wo ist das Kalb? Mal gucken, ob alles gesichert ist. Wenn wir einen Gauer auf dem Gang haben, ist das nicht so schön. So, Gala. Wo ist der Kleine? So, jetzt ist die Mutter drin. Die Mutter ist aber heute ohne Kalb gekommen. Von ihr habe ich es nicht anders erwartet.
Und jetzt wollen wir erstmal die ganzen anderen Halbwüchsigen rein, weil das Kleine sich doch immer sehr stark an die Halbwüchsigen klammert und mit denen spielen will. Deswegen dünnen wir die ganze Sache jetzt aus, holen einen nach dem anderen rein, bis das Kalb zum Schluss alleine dann draußen ist. Und dann hoffe ich, dass die Mutter das Kleine dann bedenkenlos holt. So, Gabriel und Gabi. Na komm, Gabi, nicht so schüchtern heute. Und er ist auch schon da. Zieh den Arsch ein. Gut. So. Die Halbwüchsigen sind drin. So, Gala. Jetzt hol das Kleine, los. Kann doch nicht so schwer sein. So, ein Stück auf. Gala! Gala! Komm! Bring doch mal das Kleine mit, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kommt sie wieder alleine. Ein Stück runter. Ich sehe das Kleine nicht mal, ich weiß ja nicht, wo das ist. Ist doch nicht zu fassen. Nee, mach zu. Kalb und Mutter vergnügen sich auf der Außenanlage. Drinnen ist die Stimmung eher angespannt. Oh, jetzt kommt's. Mal sehen, ob das Kleine dabei ist. Ich hoffe, du bist nicht... Ah, schau mal, wer da kommt. Super. So, mein Freund, das kann nur nicht wahr sein, ne? Kriegst deinen Arsch voll. Zum Glück verfliegt bei diesem Anblick jede Wut.